Wer für die Verschmelzung mit der Volksbank Pirna EG ist, der hebe bitte jetzt deine Stimmkarte. Ich sehe, das ist eine überwältigende Mehrheit. Selten ging eine Fusion so reibungs- und geräuschlos über die Bühne. Die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Sebnitz und die Volksbank Pirna schließen sich zusammen. Zunächst stimmten die Mitglieder der GWG mit 100% der Fusion zu. Am Tag darauf gaben auch die Volksbankvertreter mit überwältigender Mehrheit ein klares Votum für den Zusammenschluss. Somit geht die Wohnungsgenossenschaft ab dem 1. Januar 2022 in der Volksbank Pirna auf. Wir übernehmen insgesamt rund 480 Wohnungen von der GWG, die faktisch dann in unsere Bilanz mit einfließen, übernehmen hohen Eigenkapitalanteil und lösen dafür rund 9 Millionen Euro Kredite bei anderen Banken ab. Für die Wohnungsgenossenschaft Sebnitz scheint die Fusion ein Glücksfall. Verbindlichkeiten belasten das Unternehmen seit Jahren, ein Sanierungsstau tut sich auf. Ein Fortbestand als eigenständige Genossenschaft war wirtschaftlich nicht mehr möglich. Ja, eigentlich ist der größte Vorteil, dass das genossenschaftliche Wohnung, das Wohngebiet erhalten bleibt. Denn wenn wir keine Lösung gefunden hätten, wäre der eine Kredit, das ist vor uns gesagt worden, 300.000 Euro fälliggestellt worden. Wir hätten wieder Insolvenzantrag stellen müssen oder hätten dem Druck der Banken nachgeben müssen, verkaufen. Und Sie haben es vor uns gehört, an Privatinvestoren, mit Sicherheit wäre dann die GWG zerschlagen worden. Und das wollten wir mit aller Kraft verhindern. Jetzt gilt der Blick nach vorn. Die GWG Sebnitz lebt in der Volksbank Pirna weiter. Das Wohngebiet hat eine Zukunft und es soll entwickelt werden. Wir haben also konkrete Baumaßnahmen auch schon besprochen. Wir wollen die letzten zwei Häuser, wo die Dächer noch nicht gedeckt sind im Gebiet, decken. Wir wollen die zwei leerstehenden Häuser. Zum einen wollen wir altersgerechtes, barrierefreies Wohnen schaffen und wollen im zweiten leerstehenden Haus junges Wohnen schaffen, um auch jungen Familien mit größerem Wohnungszuschnitt und Balkonanlage ein Angebot zu machen. Das ist nachgefragt. Das konnte die GWG bisher nicht letztendlich umsetzen. Und gemeinsam schaffen wir das. Und die Nachfrage ist da. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch in kurzer Zeit den Leerstand auch weiter reduzieren können. Mindestens 2,5 Millionen Euro investiert die Volksbank Pirna in den kommenden 5 Jahren in den Wohnungsbestand. Die Mieten bleiben stabil, alle GWG-Angestellten werden übernommen. Viele Zugeständnisse der Bank, die sich allerdings nicht nur als Samariter sehen will. Das Risiko ist überschaubar. Wir können den Leerstand absenken von jetzt fast 13% oder 14% auf vielleicht die üblichen 5, 6, 7%, damit Erträge generieren und langfristig natürlich auch in Vermögensanlagen investieren, wo wir sagen, hier wird eine Wertsteigerung stattfinden. Dass Immobilien langfristig im Wert fallen, das ist doch eher unwahrscheinlich. Das Wohngebiet am Knöchel gibt es seit 120 Jahren. Es liegt mitten in der Natur, ist bei den Sebnitzern nachgefragt. Durch die Fusion erhofft sich auch die Stadtverwaltung ein positives Signal. Ich denke, das ist eine sehr große Chance für die Stadt auch. Also nicht nur, um ein angeschlagenes Unternehmen zu retten, sondern hier steckt sehr viel Potenzial drin, sagen wir, den Wohnungsmarkt noch etwas besser aufzustellen und auf die Bedarfe der Menschen einzugehen. Und ich sag mal, wir haben viele Anfragen auch von jungen Familien, Familien mit Kindern, die einfach größeren Wohnraum suchen. Und da denke ich, haben wir viel Potenzial in der Stadt, um den auszubauen. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir mit der Volksbank als Investor einen starken Partner in der Region gewinnen konnten. Durch die Fusion erhöht sich der Immobilienbesitz der Volksbank Pirna deutlich. Die Regionalbank besitzt nunmehr rund 630 Wohneinheiten in Dresden, Pirna, Heidenau, Sebnitz und Neustadt. Ein wachsender Geschäftszweig, dessen Ertrag die Stabilität der Genossenschaftsbank langfristig sichern soll.